Mit so, ja. Ja, Trampolin, ne? Aber jetzt hier nicht einfach nur so ein Trampolin im Garten hinten, ne, wo man so ein bisschen mehr hüpft. Nee, ein bisschen komplizierter. Da ist ordentlich Spannung drauf. Also ja, da fliegst du richtig hoch, ja, wenn du da auf das Kreuz springst. Oh. Jetzt geht es erstmal so um grundsätzliche Sachen. Wie springe ich und vor allen Dingen, wie kriege ich das wieder ruhig gehalten? Also wie bremse ich, ja, ne, dass du die Knie dann quasi ruhig halten musst. Und irgendwann geht es dann auch die Wand hoch. Wir sind jetzt hier gerade im Open Space und das Trampolin ist hier direkt an der Wand angelehnt. Mhm. Und die Disziplin, die wir gleich hier machen werden, nennt sich Wall Tramp. Und zwar ist es so, dass man sich mit Hilfe des Trampolins an der Wand hochrangelt und dann auch irgendwann oben landet und eventuell sogar runterspringt. Womit fangen wir jetzt erstmal an? Ja, also wir fangen auf jeden Fall erstmal mit dem Bremsen an. Das heißt, wenn wir gleich Schwung aufbauen, müssen wir auch wissen, wie wir damit aufhören, auch stoppen. Und dann werden wir so ein paar kleine Vorübungen machen, um einfach ein Gefühl für das Trampolin zu gewinnen. Weil es ist ja schon ein bisschen komisch, hier auf dem Trampolin zu stehen oder zu springen. Und das wäre quasi erstmal so der Anfang. Ja, genau. Wir sind gar nicht gesprungen. So. Wichtig da, auch ein weiterer Schutzmechanismus, wenn man sich fallen lässt, ist, dass der Po nach hinten geht. Das heißt immer, der Klassiker, und dann hat man hier sowas, ne? Ja. Also versucht wirklich die Spannung zu halten, gerade zu bleiben. Das ist wie früher beim Sport, wenn man sich so in den Partner fallen lassen muss. Das habe ich mir auch nie getroffen. Trau mich nicht. Ja, genau. Ja. Es ist halt ungewohnt, ne? Warum macht man das denn? Deswegen. Leck mich doch am Arsch. Beide haben sich super geschlagen. Ganz, ja, es ist einfach eine ungewohnte Bewegung für den Körper. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen und. Ja, den Kopf so auszuschalten und sich einfach zurückfallen zu lassen, ist echt. Denkt man sonst nie drüber nach. Genau. Aber wenn man in der Situation ist, ist es echt. Man macht es halt nicht so richtig, oft. Ne? Richtig. Zeig uns doch mal, wie man hier. Wie man es richtig macht. Sehen, ja. Die größte Herausforderung ist tatsächlich, wenn man oben steht und sich dann fallen lässt. Wie gesagt, ich bin mit Saltis und Schrauben groß geworden und kenne das nicht anders. Und das war wirklich, seit nach einer sehr langen Zeit, war es eine riesen Herausforderung, sich einfach fallen zu lassen auf dieses Trampolin und dann wieder hoch katapultiert zu werden. Wow. Nicht schlecht, mein nicht Gott. Schlecht. Also, das werde ich niemals hinbekommen. Nee. Niemals Wahnsinn. In diesem Leben. Vielleicht im nächsten, aber in diesem nicht.